Ja, und damit sage ich wieder Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Force of Nature. Wir stehen quasi kurz vorm Ziel, vor unserem nächsten Fragment. Kurz bevor wir da ankommen, werden wir natürlich wie geplant ein Portal aufpflanzen. Für den Fall, dass was schief geht. Ja, so rot wie das hier ist, kann da ziemlich schnell was schief gehen. Deswegen einmal Portal. Und zwar hier gleich mitten in die Wüste. Nur so für den Fall, dass wir jetzt hier gleich bitter auf die Nase kriegen werden, was ich fast befürchte. Das war ja wieder sehr schlau. Den dritten hätte es mal nicht gebraucht. So, dann schauen wir mal ganz vorsichtig, was hier so alles rumschleicht. Oje, alles, was wir gar nicht haben wollen. Den Kameraden da hinten hätte ich ja gern einzeln. Aber ich fürchte, dass der sich nicht einzeln ziehen lassen wird. Die Waldfee, und das ist vor allen Dingen ein Stufe 7, der uns hier auch mal so richtig kräftig mit der Grubenkelle serviert. Hat dafür aber auch ein Topaz-Splitter dabei. Richtig locker sieht es da vorne trotzdem noch nicht aus. Richtig vergiftet. Deswegen werde ich jetzt auch hier mal schnell einen strategischen Rückzug treten. Überhaupt. Alpha Centauri war unser. Nee, Venus war unser Stützpunkt. Und nur so gesetzt den Fall, dass wir jetzt hier gleich drauf gehen, schmeiße ich schon mal die Topaz-Splitter hier raus. Nicht, dass die dann weg sind. Das wäre nämlich äußerst fatal. Sonst noch was, was nur da hinten gibt. Ja, es hat leider nicht ganz gereicht. Unsere Essensvorräte. Aber zumindest haben wir jetzt nichts Lebenswichtiges verloren.
und wissen jetzt schon mal, wie es da hinten ausschaut. So, jetzt müssen wir das Ganze strategisch angehen. Wir brauchen auf jeden Fall Pfeile. Für Pfeile braucht man auf jeden Fall unseren Hahn. Achso. Okay. Ganz ruhig bleiben, keine Hektik. So, Kopf zusammen brauchen wir jetzt eigentlich erst. Erstmal hier wieder hin. So, Hahn. Wir unterhalten uns jetzt hier nochmal über Federn. Dann schauen wir hier mal rein, was wir hier so machen können. Das mit den Bärenpfeilen ist schon mal gar nicht so schlecht, glaube ich. Aus einer Feder kriegen wir 5 Pfeile, das heißt mit den 5 Federn 25, 10 Federn. Okay, da können wir den Hahn ruhig ein paar Mal belangen. Stöcke haben wir, Steinsplitter haben wir eigentlich auch. So, was ich jetzt aber eigentlich schauen wollte, also hier geht es schon mal nicht. Und wie schaut es am Herd aus? Kräutertee, Kräutertee entfernt Vergiftung. Dafür brauchen wir Veilchen, Rosmarin und Salbei. Okay. Und ich, Depp, habe natürlich Rosen mitgebracht. Ja. Kann eigentlich Zucker? Aber rein, wenn er Zut hat. Gut, dann schmeißen wir die Rosen hier erst einmal hier hin. Die helfen uns ja erst gar nichts. So, ich habe schon wieder vergessen. Veilchen, Rosmarin und Salbei. Blumenfelder waren hier ja auch ganz viele. Schauen wir doch mal. Wir füttern den Gockel. Muss ich mich ja gleich einmal aufmachen. Schauen, wo hier das nächste Blumenfeld war. Ich weiß ja nicht, ob man dafür was anderes braucht. Und natürlich jetzt auch nicht zu cool da durchlatschen. Ich glaube so 5 oder 6 von den kleinen könnten auch auf einmal ganz schön unangenehm werden. Aber wo ich das hier gerade sehe. Wir haben erstmal
alles angezogen, was es sowieso gibt. Ja, das war dumm im Quadrat. Darüber möchte ich jetzt, glaube ich, erst einmal nicht sprechen. Wie bescheuert muss man eigentlich sein? Okay. Also jetzt mal in aller Ruhe. Es kommt davon, wenn man rudelt, dann gibt es mal richtig auf die Glocke. Wir machen jetzt hier mal das Fleisch, dann räumen erst einmal alles weg, was wir gerade nicht brauchen. Wo ist das? Am einen der Goldmünzenkram, weg damit. Kupfermünzen, weg damit. So, da legen wir jetzt tatsächlich alles hin, was wir schmerzlich vermissen werden. Kohle muss weg. So, jetzt nehmen wir natürlich eine Kieferzapfen, wer weiß, wofür man sie brauchen kann. Ja, das Fell haben wir doch irgendwo. Langzahn und so Kram ist doch auch alles in irgendeiner Kiste eigentlich. Fangzähne drin, da haben wir auch das Fell drin, das packen wir jetzt auch die Kralle dazu, den Onyx-Splitter schmeißen wir dann dahinter, wir haben hier extra aufgeräumt, also jetzt auch die Farnwedel da rein, Beinsplitter Eisen, jetzt lassen wir natürlich auch da rein. Reinschmeißen in die Kiste, da haben Eisenerz schon drin. Steinsplitter. So, jetzt ganz ruhig bleiben. Da sind Federn fertig, wir füttern nochmal den Hahn. Bevor der ganze Käse sich dann wieder im Wohlgefallen auflöst. Geben wir auch gleich schon mal die Pfeile in Auftrag. 50 Stück. Mal dahin, den werden wir nicht verlieren. Schaufel eigentlich hier nicht. Sagt der Hahn. Wieder sind fertig. Füttern wir gleich nochmal. Schade, dass das jetzt hier so kreuz und quer verstreut liegt. Und voller Fleisch. Und alles nur, weil ich eine Ziege wollte, weil ich wissen wollte, was man damit produzieren kann. Schön blöd gelaufen.
So, dann haben wir nochmal 10 Federn, das wären quasi nochmal 50 Pfeile. Essig nehmen wir schon mal raus. Dann kommen wir jetzt auch keine Steinsplitter mehr. Noch irgendwo noch Steine. Und wenn es in der Kiste war, auch nicht zu knapp. Die ersten 50 sind gleich durch. So, dann braucht man für die Steinpfeile wie viel Splitter? Einen. Also brauchen wir 10 Steinsplitter, können wir doch auch hier machen. Wir brauchen nämlich 9. Drei, sechs und 9. Dann macht man noch mal 50 Pfeile. Und dann werden die auch gleich wieder in Brandpfeile verwandelt. In der Zwischenzeit. Die Steine brauchen wir eigentlich nicht in die Kiste packen. Da tun wir lieber, ich hatte doch irgendwo noch Kupfererz. Das tun wir in die Kiste mit dem ganzen Erzscheiß. Die Bretter legen wir neben die Steine. Wasser holen wir jetzt erstmal. Brunnen. Und legen wir dann erst einmal die Küchentisch. Damit es hier mal so richtig unaufgeräumt ausschaut. Oh, aber die Ziege geistert hier noch rum. Die sollten wir uns auf jeden Fall noch holen. Findet die hier eh nicht her, ich habe die doch auch voll gestellt. Na, das schauen wir uns gleich an. Wenn die da noch rumgeistert, sollte man die auch holen können. Im Idealfall so lange, bis unsere Brandpfeile fertig sind. Holen wir uns die Ziege, diesmal allerdings ein bisschen vorsichtiger.
schauen wir mal, vielleicht erwischt man ja unterwegs auch entsprechend die Kräuter, die wir brauchen. Jetzt muss ich gerade mal schauen, aber das ist, glaube ich, nicht das, das ist dieses komische Gras. Denn eigentlich schaut das fast aus wie so bitte. Teil, aber das wäre mir dann vorher schon aufgefallen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das wirklich bei den Blumenfeldern dabei steht. Also die Veilchen ja garantiert. Aber ich muss zugeben, ich habe es schon wieder vergessen. Salbei und noch irgendwas. Rosmarin. Habe ich noch nicht drauf geachtet, ob es das wirklich dann auch da gibt. So, dann will ich einen. Ich will aber den brennenden. Und zwar 100. Warum nicht? Mehr dabei, was man nicht notfalls auch verlieren könnte. Samen schmeißen wir jetzt einer dahin. Gut, und der Rest ist mir dann eigentlich, ist dann mal egal. Wir gehen jetzt unsere Ziege retten, hoffe ich. Wir rechnen uns erst hier mal an dem, dafür, dass wir vorhin gestorben sind. Dem geben wir erstmal alle Schuld. Aber wenn ich sehe, wie ich mich hier schon wieder bewege, kriegt es wahrscheinlich tatsächlich nur an meinem Übermut. Mal schauen, sofern da nicht wieder ein Bär drin rumstromert. Opferlad. Ich hab so das dumme Gefühl, da fehlt ein Essen. So, es gibt hier Veilchen. Es gibt hier Salbei. Ich hoffe, es gibt hier auch irgendwo Rosmarin. Bitte, bitte. Hat sie auch gleich einen toten Fuchs? Ach so. Erst einmal alles, was wir brauchen. Für unseren Tee. Wenn wir jetzt noch eine Ziege wieder. Das ist natürlich traumhaft.
Typen mit unserem Bier. Meine Nerven. Gut, dass wir hier noch unser Notfallbrot haben. Die blöde Ziege rennt einfach irgendwo hin. Also dieser Folge mir gestellt, die stand gerade direkt neben mir und rennt jetzt weiß der Geier wo. Durch die Gegend. Muss ich jetzt hoffentlich nicht verstehen. Aber immerhin rennt es ja. Da steht jetzt überall die ganze Mistvieh herum. Hier dumm eine Ziege durch die Gegend gejagt haben. Ein Schwammerl. Der Pilz, der hilft mir gar nichts. Haben wir da noch dabei? Steinpilz. Den essen wir doch. Von der ein Traum. Ein Traum. Die Folge wird schon wieder doppelt so lang, wie ich mir eigentlich das vorgestellt habe. Dabei wollte man eigentlich nur die Ziege retten. Dafür müssen wir jetzt einfach mal durch. Irgendwas schleicht hier noch rum. Ich weiß nicht was. Da ist unser Zicklein. Hallo Ziege, folge mir. Nix. Rosmarin und Salbei nehmen wir noch mit hier. Irgendwo da oben. Hier ist unser Portal. Und das werden wir jetzt auch benutzen, und zwar zusammen mit der Ziege. So, der Käse jetzt ging doch mit dem Schaf auch. Ziege. So, jetzt aber.
Okay. Offensichtlich können Ziegen keine Portalreisen machen. Dann müssen wir die Gute wohl manuell zurückholen. Dann hoffen wir jetzt einfach mal das Beste. Vielleicht mal noch Pilz essen. So gerade wie möglich da runter rennen. Komm schon, Ziege. Du willst den Rebus wieder wichtig machen und dann abhauen, bevor ich dein Fell krieg. Das war so klar. Guckel. Und dann kommt hier auch einigermaßen in die Richtung, wie ich die gern hätte. Nur noch. Sehr schön. Dann müssten wir eigentlich hier so ganz grob auf dem richtigen Pfad sein. So, dann können wir unsere Ziege hier auch noch rein. Die Ziege kommt ins Gehege. Und jetzt wird es ein bisschen eng. Weg. Schaf weg, Ziege weg. So, jetzt will ich aber wissen, was so eine Ziege kann. Ohne Wasser offensichtlich gar nichts. Ohne Wasser offensichtlich gar nichts. Milch. Ich fasse es nicht. Eine hundsordinäre Milch und da wäre der ganze Stress. Na gut. Was soll's. Wasser ist fertig. Muss man hier schnell den Kaffeesamen ernten. Dann schauen wir mal. Ich würde gern Veilchen anpflanzen. Einmal. Zweimal. Dann würde ich gern Salbei anpflanzen. Und dann würde ich noch gern Rosmarin. Damit kann der Tee dann kommen. Aber für heute machen wir jetzt erst einmal Schluss. Und ich sage wie immer danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.